So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit der nächsten Partie in der Fußball-Bundesliga, wie schon die letzten Parts auch. Und heute hoffentlich mit einem Sieg. Wir haben so eine große Sehnsucht nach einem Bundesliga-Sieg. Wir zählen jetzt nochmal nach. Also, gegen Hoffenheim uns zu einem 2-2 gefightet, spielerisch top. Das Einzige, was man uns vorwerfen muss, Chancenverwertung. Vollkommen für den Arsch. 14 Schüsse, 9 aufs Tor. Die Hoffenheimer mit 3 Schüssen, 2 aufs Tor und wir spielen 2-2. Das war nicht gut. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg und den müssen wir heute fortsetzen. Und zwar mit einem Sieg. 100%. Alles andere zählt nicht. Sonst Hashtag Schlappi raus. So. Also, gegen Hoffenheim nicht gewonnen. Gegen Hertha nicht gewonnen, gegen Schalke nicht, gegen Mainz nicht und gegen Wolfsburg nicht. Heißt 5. 5 Spiele in Folge, in denen wir in der Bundesliga nicht mehr gewonnen haben. Da hast du dann mit der Meisterschaft im Normalfall relativ wenig zu tun. Das sehen wir auch nochmal hier an der Tabelle. Wir befinden uns auf Rang 8, 12 Punkte. 8 Punkte Rückstand auf den Tabellenersten aus Leverkusen, die noch ungeschlagen sind. Die Frankfurter auch ungeschlagen. Allerdings haben die 6 Unentschieden aus 8 Spielen. Holy shit, wie kann man dann das machen? Krass. In dem Sinn, wollen wir gewinnen? Braunschweig auf 17, die noch ohne Sieg. Also bitte, Jungs. Bitte. Nichts gegen Braunschweig. Und ich werde die auch mit Sicherheit nicht unterschätzen. Aber es muss ein Sieg her. Es muss ein Sieg her. Wie gesagt, wir spielen nochmal mit derselben Truppe. Wobei ich, glaube ich, Werner auf links nochmal bringe, statt Sané. Das ist der einzige Wechsel. Sonst mache ich nichts. Sonst bleiben wir erstmal so, wie wir da aktuell dastehen. Okay, let's go. So. Kleine Krise, dementsprechend, wie gesagt, vertraue ich auch jetzt erstmal auf der Truppe, die gegen Zenit 4-0 gewonnen hat und mit der wir auch gegen Hoffenheim spielerisch gut waren, nur die Tore nicht gemacht haben. Ich hoffe, Drimic schlägt heute mal wieder zu. Gehen jetzt auch instant ins Match. Braunschweig darf rück im Heimtrikot ran. Und in diesem Sinne würde ich wieder sagen, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. FIFA 17 steht vor der Tür, also auch da gerne nochmal ein Abo da lassen. Die Tage kommen ja da auch immer mal wieder ein paar Infos, ein paar News, was da alles an Neuigkeiten noch am Start ist. Und so langsam geht es natürlich auch Richtung FIFA 17 Karrieremodus irgendwo hin. Ne? Auch da gibt es demnächst die ersten Informationen. Aber wir starten jetzt erstmal rein in Darmstadt gegen Braunschweig. Part Nummer, oh, ist es schon 199? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Könnte es sein. Sprich, bald vielleicht ein Special Part. Mal schauen. Wobei ihr aktuell eh so viele Specials bekommt jetzt, weil jeden Tag knapp 2 Videos kommen. So, das ist ja ein Special Monat, wenn man so will. In dem Sinn. Freuen wir uns drauf. Wir gucken mal schnell rein in die Aufstellung der Braunschweiger. Vor allem bei uns, wie gesagt, Werner drin für Leroy Sané, den ihr übrigens auch vorgeschlagen habt, mal rechts spielen zu lassen. Können wir durchaus machen, aber ich bin dann mit Gnabry, Werner, Drimic jetzt, glaube ich, ganz gut bedient für diese Folge. Und dann gleich die Aufstellung der Braunschweiger, auf die ich auch mal sehr, sehr gespannt bin. Ob es da in irgendeiner Art und Weise nochmal ein paar geile Neuzugänge gibt. Berggren, Wilsom, Jabo, Bons, Omladic, Reichel, wie heißt der? Holanda Lopez Pereira. Das ist ein Name, Freunde, vom Allerfeinsten. Sprich, gegen die werden wir spielen. Das allererste Match, das wir jemals in dieser Karriere gegen Braunschweig spielen. Der Aufsteiger, der da also mit dazukommt. Und in dem Sinn gehen wir es an. Heimspiel. Tabellen 17. zu Gast. Keinen Sieg. 3 Punkte aus 8 Spielen bisher geholt. Die Männer in Gelb. Wenn ich jetzt, dann nie. Dann wirklich nie. Also dann nie. Jungs, come on. Konzentrieren. Und heute hier ein Spektakel abbrennen. Beziehungsweise, wichtiger als ein Spektakel, wäre mir einfach drei Punkte mitzunehmen. Alles andere ist mir völlig heute scheißegal. Dass gut spielen nicht immer hilft, haben wir zuletzt gegen Hoffenheim gesehen. So, wir gehen auch wieder das Ganze auf Offensiv an. Oh, schade, gewinnen dann den Zweikampf nicht. Aber wir müssen aufpassen, gegen solche Mannschaften wie eben Braunschweig und Co. haben wir ja neulich schon mal angesprochen, ist es meistens verdammt schwierig zu spielen in FIFA. Ach, du Heiliger. Genau aus solchen Gründen auch. Aber das kriegen wir heute hin, Gnabry. Gut gemacht, nimmt Klünter mit, stark. Wieder Gnabry, gut gespielt. Eins noch weiter, jawohl. Jetzt oben, Kimmich, guter Ball auf Holland, kriegen wir nochmal, alles gut. Holland, der das stark macht. Der Ball auf Drimic und dann ist er drin, 1-0. 10. Minute, schnell gespielt. Yes, Mann. Boah, ist das wichtig. Mir fällt so ein unfassbar großer Stein vom Herzen. Josip Drimic, der Stürmer, macht das Tor mit der ersten Chance. Schön von Holland, der sich da gut durchsetzt. Dann der Ball auf Kimmich. Kimmich mit einer überragenden Übersicht. Und Drimic ganz schnell. Der Keeper ohne Chance. Da war das erste Mal das Tor. Es war Schöpf. Es war nicht Drimic, es war Schöpf. Okay, völlig verguckt. Ich dachte gerade, das war Drimic. Also Schöpf mit dem Tor. Soll mir auch recht sein. Hauptsache, wir führen hier relativ schnell. Tormusik das erste Mal erklungen. Da machen wir jetzt bitte genau so weiter. Boah, ihr wisst gar nicht, wie groß der Stein war, der da ihr mir echt vom Herzen gerade gefallen ist, Jungs. Absoluter Wahnsinn. Allerdings kommt Braunschweig über die Seite. Das wäre jetzt ein Stein, der wieder
Da wäre, aber haben wir gut geklärt. Möglichkeit zu kontern. Hoffmann, überragende Übersicht. Ball kommt leider nicht ganz an. Und die Braunschweiger, die wieder kommen können, die es bislang gar nicht so verkehrt machen. Aber Gott sei Dank noch nicht wirklich gefährlich geworden sind. Schön von Rüdiger, Gnabry. Da müssen wir ein bisschen mehr entgegenkommen, wie ich es eigentlich auch auf dem Controller drücke. Aber Kimmich braucht ein bisschen zu lang. Dekali, da ist der Pereira, der Mann mit dem langen Namen. Dekali, guter Seitenwechsel. Also die spielen es nicht schlecht raus, ne? Da kannst du absolut nichts sagen. Aber nach vorne, Gott sei Dank, noch nicht gut unterwegs. Hoffmann, schöner Ball, gut gespielt. Schöpf. Ah, tun wir leider nicht so wirklich mit. Der Ball war nicht gewollt, aber dann machen wir es halt auch mal ruhig, beziehungsweise zumindest kurz. Da ist Klünter. Hoffmann, schöner Ball. Nein, den will ich nicht anspielen. War aber eine Hand auch eigentlich, was der Schiri da nicht pfeift, obwohl wir das anhaben. Komm mal drauf da. Ja, guter Zweikampf. Gut. Holland geht stark vorbei. Schöner Ball, Kimmich. Und das Handspiel pfeift er. Willst du mich verarschen, Schiri? Das ist genau dasselbe. Oh, das zerstört wieder den Angriff. Jetzt haben wieder die Braunschweiger den Ball, die da gefühlt 65% Ballbesitz haben, weil die den nur hinten hin und her kicken und wir nicht die Chance haben, an den Ball zu kommen. Mann. Also das war jetzt ein bisschen mit zweierlei Maß hier gemessen vom Schiedsrichter gespannt. Das ist auch wieder ein Handspiel. Ganz ehrlich. Was pfeifen die? Kimmich, war das abseits? Ich glaube schon. Werner. Ne, war nicht mal. Drimmitsch. Guter Ball. Alessandro Schöpf, der wird doch nicht. Gnabry probiert zum Spitzenwinkel, aber da war der Gikiewicz wieder gestanden. Nächste gute Möglichkeit. Also, halbe Stunde vorbei. Ergebnis und auch spieltechnisch heute ein ordentliches Match. Nicht ganz so spielstark wie gegen Hoffenheim, aber dafür passt das Ergebnis viel mehr. Was wichtiger ist als alles andere. Kimmich. Guter Ball noch. Schöpf, der das auch nochmal ordentlich macht, nochmal ablegen muss. Da wird es sehr eng. Also die stehen sowas von tief. Und das ist von Drimmitsch halt überhaupt nicht gut gemacht. Legt ihn sich viel zu weit vor. Oh, und das ist halt auch nicht gut gemacht. Das darf halt nicht passieren, sowas. Einfachste Pässe, die da nicht funktionieren. Aber das ist halt, wie angesprochen, wenn es mal nicht läuft, dann hast du halt auch solche Situationen mit dabei. Und über die Punkte müssen wir kommen. Und das müssen wir halt in irgendeiner Art und Weise ausblenden und in irgendeiner Art und Weise besser machen in der Zukunft. Ist aber leichter gesagt als getan. Drimmitsch, ja, der kommt gut. Kimmich, der kommt auch nochmal gut. Kimmich kriegt jetzt die Chance. Kimmich, ach, oh, nicht den. Die Pässe kommen nicht da an, wo ich sie hinhaben will. Sonst steht es hier 2-0. Kimmich, dem habe ich da nicht zugetraut mit seiner eher nicht so krassen Pace-Wert-Dingens da nach vorne durchzupreschen. Holland, schlechter Ball. Aber auch gut letztendlich geahnt davon. Perde oder wie der heißt. Und Berggren allein auf weiter Flur, da müssen wir in den Zweikampf kommen und den ein bisschen abkappen. Schaffen wir ganz und gar nicht. Ich drücke seit Ewigkeiten, dass ein zweiter Mann dazukommen soll. Passiert gar nichts. Stark. So, come on. Tüton, langer Ball. Ihr merkt, ich bin ein bisschen angespannt. Aber ich glaube nicht umsonst. Ich glaube, das sind wir alle hier ein bisschen aktuell. Kimmich, guter Ball nach oben. Nicht gut genug. Dekali. So ein zweites Tor wäre so verdammt wichtig. Das wäre so unfassbar wichtig. So, unten zumachen. Aufpassen. Unten ist, glaube ich. Oh mein Gott, da machen wir die Lücke auf. Berggren. Gut gemacht. So, weg das Ding. 2 Minuten noch in Durchgang 1, Jungs. Ergebnis passt. Hab's schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich. Aber ein zweites Tor wäre so unfassbar wichtig. Am besten noch in Durchgang 1. Wieder Braunschweig über die rechte Seite. Gut gemacht. Flanke kommt rein. Tüton ist wieder da. Tüton macht's wieder schnell und macht's auch wieder gut. Aber da vorne muss jetzt mal was kommen. Kimmich, guter Ball. Tu da oben mit. Werner macht stark. Sieht Drimmitsch. Und dann ist erstmal Feierabend. Also, gehen wir rein in die Pause. 1-0 der Spielstand gegen Braunschweig. Sieht gut aus, andere Ergebnisse, wie gesagt, kümmern mich gerade nicht, weil dazu läuft es bei uns zu wenig. Gleich rein in den zweiten Durchgang. Weiter konzentriert bleiben. Weiter Gas geben. Dann klappt das hier auf jeden Fall mit dem Sieg. Guter Ball. Schön gespielt. Kimmich auch ein gutes Ding abgelegt. Strimmitsch kriegt da jetzt vielleicht mal einen guten Schuss raus. Er kriegt eine Ecke rausgeholt. Wunderbar in der Situation. Vielleicht kriegen wir da mal was Schönes jetzt gebacken und gemacht. Flanken wir mal in die Mitte, hoch und lang und weit. Den legen wir ab und dann versuchen wir zu schießen. Drimmitsch! Zweimal geblockt. Rüdiger geht gut in den Zweikampf. Antonio Rüdiger! Der wird doch nicht das ein zweites Tor im zweiten Spiel in Folge machen. Gerade nochmal so geblockt. Nächste Ecke. 6-0 Schüsse. Stehen da auf der Statistik. Das war, glaube ich, der eigene Mann, der Gierkiewicz da unter Druck gesetzt hat, oder? Habe ich mich verguckt? Ich weiß es nicht. Nächste Ecke. Nächste Chance, die kommt nicht ganz, aber den kriegen wir noch, den Ball, bin ich mir sicher. Komm.
Gut gemacht. Werner. Ja, schöner Ball. Klünter sieht Hofmann. Der spielt auch nochmal schön nach unten. Schöpf, Alessandro Schöpf geht vorbei. Schöpf sieht Hofmann. Hofmann wird gefällt und es gibt den Elfmeter. Und das ist gut. Und das ist wichtig. Scheer mit der Chance auf Tor Nummer 4. Letztes Mal rechts oben. Ich würde sagen, dabei bleiben wir bei dem Eck. Der Mann mit der 3. Scheer macht den rein. 2-0. Es ist wieder alles gut. Heute ist wieder mal alles gut. 55. Minute, Scheer mit dem Tor. Wir führen mit 2-0 zu Hause gegen Braunschweig. Und das ist verdient. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Treffer, den wir da mitnehmen. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt auch mal rein. Steht eine englische Woche vor der Tür, Dausch kommt. Und Hani Mukhtar auf 10. Das erstmal die zwei Wechsel, damit wir die Jungs schonen. Feyenoord Rotterdam steht vor der Tür. Ein Match in der Champions League. Wenn wir dann den Sieg einfahren, sind wir eigentlich relativ safe durch in der K.O.-Phase. Ich glaube zwar noch nicht ganz zu 100%, aber zu 90. Sollte da dann nichts mehr anbrennen. Kimmich stark gemacht. Hofmann, guter Ball nach oben. Gnabry. Und auf einmal läuft's fast wie am Schnürchen. Hofmann durchgesteckt. Rimmitsch nach außen gelegt. Werner, Werner. Und dann nochmal abgelegt, nochmal hochgespielt. Dann ist Hofmann da und dann ist er drin. 3-0. Jetzt wird's hier abgeschlachtet. Jetzt werden die Braunschweiger Jungs abgeschlachtet. Hofmann darf auch nochmal ran. 60. Minute, 3-0. Ich glaube, wir ballern uns gerade unseren Frust vom Allerfeinsten von der Seele. Scheer, Hofmann und Schöpf mit den Toren bislang in dieser Partie. Pereira, wir bleiben vorne drauf, Jungs. Das, was wir gegen Hoffenheim schon spielerisch gezeigt haben, aber im Ergebnis noch nicht sehen konnten, das schaffen wir heute, wie gesagt, auch wirklich ergebnistechnisch so gut umzumünzen. Werner, das ist kein Abseits, das ist die nächste Chance. Mukhtar, Giekewitz holt ihn raus. Shit, den müssen wir machen. Diesmal stimmt nicht nur das Spiel, sondern auch vor allem das Ergebnis. Och, tut das gut, Jungs. Ihr glaubt's gar nicht. Ihr glaubt's gar nicht. Werner. Werner, Hand. Aber im 16er pfeift das da nicht. Aber das ist das dritte Handspiel, das die Braunschweiger in irgendeiner Art und Weise verursachen, das vom Schiedsrichter gespannt, aber nicht gepfiffen wird. Holland. Guter Ball. Klünter. Oh, ein bisschen zu spät gespielt. Aber Klünter macht schön den Weg nach hinten. Dicht. Haut eine überragende Grätsche raus. Holt sich fast wieder den Ball. Pere Pons. Ein Name wie Musik. Scheer. Ah, da müssen wir aufpassen. Sind da natürlich so ein bisschen offen. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei. Wir wollen weiter Gas geben. Uns diesen Druck und diesen Frust vor allem von der Seele schießen. Da ist Timo Werner. Timo Werner! Schade, Mann. Ich will hier mehr Tore. Wir können hier schon 5-6-0 führen. Ohne Probleme. Von den Chancen her waren genug da. Schön gespielt. Holland will den zurücklegen. Klappt nicht ganz. Cordera wieder dazwischen. Kommt draufschieben. Am besten auch zu Null spielen. Das wäre auch mal wieder stark. Tüton, der da schon am Verzweifeln ist, nachdem der so viele Buden kriegt im Vergleich zu den vergangenen zwei Spielzeiten. Matuschik. Wobei wir ja mittlerweile, beziehungsweise zwischendurch auch immer noch gegentortechnisch ganz gut dagestanden haben. Mukhtar. Ja, Ball war in Ordnung. Kommt zwar nicht ganz an, aber trotzdem so halbwegs. Kimmich. Werner auf Dausch. Nach oben gelegt. Hoffmann. Gut gespielt. Ach Jungs, jetzt klappt wieder ein bisschen mehr. Gnabry. Jetzt klappt hier wieder ein bisschen mehr. Mukhtar. Kommt Dausch, lauf doch. Dausch, lauf doch. Warum läuft denn Dausch nicht? Dann eben Kimmich. Ach, Kimmich. Aber warum läuft denn das schon Dausch nicht? Das verstehe ich nicht. Hatte da die Riesenchance. Mukhtar. Hani Mukhtar wieder mit der Chance. Mukhtar und dann ist er drin. 4-0. 4-0. Der nächste Zehner darf treffen hier. Nach Schöpf auch Mukhtar mit dem Treffer. Jetzt ist das verdient. Auch in der Höhe. Und jetzt ist das ein Fest hier. Die Fans sind wieder positiv gestimmt. Ich hoffe ja auch. Meine Güte. War das eine Durststrecke, die wir hatten, die wir länger nicht mehr in der Art und Weise hatten, die wir hiermit scheinbar zumindest vorerst beenden. Klar, wir müssen dann auch erstmal nachlegen und so. Aber das ist heute mal verdammt wichtig, dass wir die Punkte einfahren, dass wir gut spielen und Punkte einfahren. Ganz, ganz starke Geschichte. Reichel traut sich da auch nicht mehr das Laufduell zu. Bergren, wieder Reichel, wieder Bergren. Komm, jetzt nur noch zu Null. Dann bin ich hier absolut zufrieden. 83. Keeper hat den. Wir werden noch einmal wechseln. Ich bringe nochmal Klotz auf der 6 und dann war's das soweit. Und dann bin ich hier echt zufrieden. Dann bin ich hier echt mehr als zufrieden. Mukhtar versucht nochmal Gnabry zu spielen. Ball kommt leider nicht an. Zweiten Ball kriegen wir dann, beziehungsweise den dritten kriegen wir mehr oder weniger. Kimmich. Gut gespielt. Mukhtar. Nächster guter Ball. Dausch. Kimmich wieder. Kimmich, der auch da von hinten raus das Spiel sehr gut
organisiert, meiner Meinung nach. Gefällt mir stark. Dausch. Oh, der Ball war ein bisschen lang gespielt auf Kimmich. Oh, und dann spiele ich den jetzt aus. Alles klar. War aber auch schlau gemacht von Braunschweiger. Kenne ich so gar nicht von der FIFA-KI, dass der da den Ball rauslässt. So, eine Minute noch, Jungs. Dann ist es geschafft. Nochmal der Wechsel. Bringt ein klein wenig Zeit. Und jetzt nochmal die Chance. Muktar Klotz. Alter, der verhungert. Der ist gerade reingekommen. Dausch. 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 Da kann man aber mal ruhig pfeifen. Ich hoffe, der ist nicht schlimmer verletzt. Dekali von hinten in die Beine. Kriegt da auch den gelben Karton nur. Dunkelgelb, glaube ich, kann man da mal sagen. Und Scher mit der Chance. Scher macht den. Komm, macht den auch noch. Kriegt Scher den Doppelpack? Nee. Ball geht drüber. Und das dürfte es dann damit, denke ich mal, fast gewesen sein. Nochmal der Abstoß und dann feiern wir hier ein furioses 4:0. Ein absolut verdientes 4:0 zu Hause gegen die Eintracht aus Braunschweig, die, glaube ich, im ganzen Spiel bislang, ja, keine einzige Chance hatte. Schauen wir gleich mal rein in die Statistik. Ganz, ganz wichtige 3 Punkte. 0 Schüsse, 0 aus Tor. Wir mit 15 Schüssen, 11 aus Tor. Nochmal gesteigert im Vergleich zum Hoffenheim-Spiel und jetzt auch endlich getroffen, Freunde. Pflichtsieg erfüllt. Wir können mal wieder so langsam auf andere Ergebnisse schauen. Die Bayern gewinnen 4:0 gegen Gladbach. Wachen auch so langsam auf. Dortmund gewinnt, Leverkusen gewinnt. Wolfsburg dagegen den HSV da unentschieden. Und Champions League vor der Tür heißt, es leckt mal wieder ein klein wenig. Ich glaube sogar, wenn wir heute gewinnen, haben wir 9. Und wenn, nee, ich glaube, wir können heute leider noch nicht ganz safe durch sein. Oder? Doch, können wir bestimmt, wenn die gegenseitig die Punkte wegnehmen. Wenn wir im nächsten Part gegen Feyenoord gewinnen und zeitgleich PSG gegen Zenit unentschieden spielt, hätten die beide 2, Feyenoord auch, also alle 3 hätten 2, wir hätten 9. Wir hätten 7 Punkte Vorsprung, die spielen ja alle noch irgendwo gegeneinander. Dann sollten wir, könnten wir sogar schon nach 3 Spielzeiten komplett durch sein. Wäre heftig. Aber das sehen wir dann. Touré möchte mehr spielen. Ja, aktuell, wie gesagt, schauen wir mal. Jetzt sind wir wieder in der Phase, wo wir mehr rotieren müssen, automatisch. Dadurch, dass mehrere Spiele in Kürze hintereinander anstehen. Aber das werden wir mal schauen. Ich glaube, gegen Feyenoord werde ich nichtsdestotrotz halt eher mit einer B11 das Ganze angehen. Denn, das können wir auch noch mal im Kalender anschauen. Danach warten die Bayern und das DFB-Pokal-Spiel, was ist es? Dritte Runde oder so? Zweite, dritte Runde gegen Köln. Das müssen wir natürlich gewinnen. Champions League zwar auch wichtig, gar keine Frage, aber nicht ganz so wichtig wie jetzt Bundesliga mit Bayern und DFB-Pokal mit Köln. Dementsprechend werde ich da, glaube ich, ein bisschen schonen. Aber das dann im nächsten Part. So, wir gucken nochmal rein. Scott-Bericht, da gibt es nochmal 2 interessante neue. Ach du Heiliger, warte mal, den kann ich löschen. Bis 38 aktuell nur. Ja, lassen wir mal drin. Schauen wir einfach mal, wie die sich entwickeln. Kein Stress soweit. Und die 2, ja, sind eigentlich auch eher nix. Lasse ich auch mal erst noch drin. Und dann, 66 bis 90. Den können wir löschen. Bis 36 ist zu wenig natürlich. Boah, der sieht stark aus. Tim Fomijov. Allerdings könnt ihr ein relativ schlechtes Startrating haben. Ich lasse die mal da drin. Nach dem ersten Monat hauen die eh nicht ab. Und dann passt das. Das löschen wir nochmal, Jungs. Und damit würde ich sagen, war's das für heute. Wenn es euch an der Stelle gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielleicht schaffen wir die 1500 Likes für diese Folge. Wie gesagt, jetzt geht's dann relativ schnell los mit einigen geilen Geschichten bezüglich Karriere. Mehr Folgen pro Tag und so. Könnt euch drauf freuen. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut da rein. Endlich wieder gewonnen. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.